tra, 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 der Kasperl ist gleich da. Hui, Kinder, grüß euch. Jetzt machen wir noch schnell den Vorhang auf. Ho, ruck. Und jetzt muss ich euch was sagen. Wir spielen heute in der Bücherei in Bayern und ich habe mir da schon ein Buch ausgeliehen. Ein dickes Buch mit vielen, vielen Geschichten drin. Und da freue ich mich schon, wenn ich das anschauen kann und wenn wir Geschichten vorlesen. Ach, mit der Großmutti. Kennt ihr das auch, dass ihr Bücher gerne anschaut? Ich hoffe schon. Und jetzt gibt es für euch auch eine Geschichte. Das Buch bringe ich schnell nach Hause und schwuppdiwupp bin ich gleich wieder da. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir, lala, lala, dann leuchten die Sterne. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Denn das? Kinder, Kinder, so ein Lärm. Was war denn das nur? Ich habe da zuerst doch die Lara gehört, die mit ihrer Laterne herumgeht. Und jetzt auf einmal so ein Krach. Jassas, was war denn das? Schon wieder? Hörst du denn das nicht? Wo ist denn das? Kasperl, Kasperl, hör mal. Au, 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 au. Was machst du denn für einen Lärm? Ich mach doch keinen Lärm. Hörst du das nicht? Ja! Aber das sind doch die Krampusse wieder am Weg! Bap-bap-lap-bap. Krampusse haben wir doch in Kasperlhausen keine. Und überhaupt, weißt du das nicht? Heuer gibt es keinen Krampuslauf. Nein, das glaube ich nicht! Hörst du es denn nicht? Ja, dann sind das sicher nur Buben, die sich da verkleidet haben. Das glaube ich nicht! Ich mach jetzt jedenfalls eine Fliege! Tschüss! Hey, dieser Xisasse. Jetzt habe ich kein Lied mehr. Ja, was ist denn los? Was höre ich denn? Kasperl, meine Laterne ist ausgegangen, weil mir der Seppel alles umgekraut hat. Oh, kein Licht mehr. Warte, kleine Lara, ich hol dir eine Kerze. Gleich brauchst du nicht mehr weinen. Schau, die geben wir jetzt da hinein. Du hast die Laterne ein bisschen so her. So, und jetzt leuchtet sie wieder. Danke, Kasperl, danke. La 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 la. Ja, mein Gott, na, der Seppel, was weiß denn ich, was heute los ist mit dem? Der glaubt doch wirklich noch an die Krampusse. Hm? Oh, ich schon wieder? Oh, ich weiß schon wieder. Schon wieder, Seppel. Schon wieder. Beruhig dich, dich. Schluss. Ich bin voll außer Atem und zittern durch. Seppel, 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 Seppel. Was denn? Sei jetzt einmal still. Jetzt hat die kleine Lara war so traurig, weil du mit deinem Herumgerenne ihr das Licht ausgelöscht hast. Was für ein Licht denn? Ja, das Laternenlicht natürlich. Hatte die eine Laterne? Die hatte eine Laterne, gell, Kinder? Ihr habt das auch gesehen. Ich bin ganz durcheinander. So, Seppel. Und weil sie so traurig war, jetzt gehst du zu ihr und tust dich entschuldigen. Ja, Kasperl, du hast recht. Das habe ich nicht gewollt. Das mache ich jetzt gleich. Ja, aber ich das ist richtig. Kochen, um nicht irgendwo wieder. Aber Kasperl, Seppel, dreh dich jetzt um. Ja, und geh. Sei doch tschüss, nicht. Tschüss, möchtest du mich nicht ja, begleiten? Ja, jetzt geh dich entschuldigen. Ja, okay, ja, ich gehe ja schon. Ja, tschüss, Kasperl. Sei doch nicht so ein Angsthase. Mein Gott. Seppalatti. Ach, was ist nur mit dem los? Ah ja, Kinder, ich muss euch noch was sagen. Heuer ist in Kasperlhausen kein Corona. Wir haben kein Corona, ich habe es im Radio gehört, weil, ihr wisst es vielleicht noch, die Hexe, die hat ja so furchtbar gehustet und seitdem ist sie nie mehr aus dem Hexenhaus herausgekommen. Und ich glaube, zu uns kommt dann auch der Nikolaus. Und ich freue mich ja schon, wenn der dann kommt.
Eieiei, wie wird das sein? Ja, was ist denn das? Das ist aber ein großes Eichkatzel. Mein Lieber, ist das ein großes Eichkätzchen. Hui, das hat ja Kinder, das hat ja einen Zettel in der Pfote. Komm her, Eichkatzel, komm. Was tue ich denn? Komm schön zum Kasperl. Zeig, was da auf dem Zettel steht. Kinder, ich glaube, ich muss eine Nuss holen. So, liebes Eichkatzel, komm mal her. Lass mal schauen, was auf dem Zettel steht. Komm, dreh dich her. So, eieie, schau, da ist eine Nuss. Komm, lass mich lesen, was da steht. Ah, und jetzt darfst du die Nuss haben. Oh, 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 was steht denn da? Kinder, wisst ihr, wer den Zettel geschickt hat? Das erratet ihr nie. Das war der Nikolaus. Lieber Kasperl, bitte hilf mir den schweren Schlitten ziehen. Der Nikolaus. Ui, Kinder, da muss ich ihm helfen gehen. Natürlich helfe ich dem Nikolaus. Er kommt also doch. Also kommt ihr alle mit? Ja, gut. Dann gehe ich jetzt noch einen Schal anziehen, weil es schon kalt und dunkel wird. Und dann helfe ich dem Nikolaus. Das ist ja kalt. Kinder. Ich glaube, jetzt bin ich da im Wald. Aber wo wird denn der Schlitten sein? Und wo wird der Nikolaus sein? Ui, wo ist, da ist nix. Schau wieder. Da glänzt etwas. Kinder, ich glaube, ich habe ihn entdeckt. Da muss ich den Vorhang ein bisschen auf die Seite. Ah, das ist der, da sind die Geschenke drin. Kasperl. Kasperl, bitte sei so gut und schieb mir den Schlitten bis in die Kirchenstraße. Dann komme ich nach. Bist du das, Nikolaus? Aber natürlich, Kasperl. Kennst du denn meine Stimme nicht mehr? Ja, das mache ich, Nikolaus. Kommst du dann gleich? Ja, ich komme gleich. Und schieb ganz fest. Das mache ich, Nikolaus. Ich glaube, die Kinder helfen mir. Jetzt probiere ich mal ziehen. Oh, das geht aber gar nicht gut. Kinder, ihr müsst mir jetzt helfen. Ich probiere es jetzt mal mit Schieben. Ich glaube, das geht besser. Ui, Kinder, da ist sogar eine Rute drinnen. Da. Für wen wird die sein? Also, Kinder, 1, 2, 3. Ruck. Ho, ruck, ho, ruck, ho, ruck, ho, ruck, ho, ruck, ho, ruck, jetzt bin ich bald da. Ho, ruck, ho, ruck. Schon so auf den Nikolaus, du Arseppe. Ja, glaubst du denn wirklich, dass der heuer kommt? Aber ja doch, sicher. Ich weiß nicht. Ich sehe da ja auch schon etwas. Ich glaube, da hat er schon etwas hergerichtet, Seppe. Schau mal. Ich glaube, ich gehe lieber nach Hause. Aber geh, Seppe, ich sag dir, Nikolaus ein Gedicht auf. Was tust du? Oh, vor lauter Grampus habe ich das Gedicht vergessen. Ui, 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 ui. Ich gehe nach Hause und lese es nochmals nach. Ja. Okay, tschüss, Lara. Und entschuldige nochmal, dass ich deine Laterne ausgelöscht habe. Ja. Das wollte ich nicht. Entschuldige. Ist gut, Seppel. Okay, ich gehe schnell das Gedicht üben. Vierti. Schade, Seppel. Wäre fein, wenn du da geblieben wärst.
der Nikolaus ist schon da. Grüß dich, Lara. Grüß euch, Kinder. Schön, dass du auf mich wartest. Ja, Herr Nikolaus, ich möchte dir auch gern ein Gedicht aufsagen. Ja, gerne, gerne. Also, das geht so. Lara, Rudi, Jakob, Franz und der winzig kleine Hans freuen sich auf den Nikolaus. Ach, wann kommt er denn ins Haus? Mit dem Stabe so gebogen kommt er durch die Stadt gezogen, hat die spitze Mütze auf, mit dem goldenen Kreuz darauf. Wunderschön ist sein Gewand, freundlich winkt er mit der Hand. Lara, Rudi, Jakob, Franz sagen schön ihr Sprüchlein auf und der Nikolaus sagt darauf: Weil ihr das so gut gemacht, hab ich euch was mitgebracht. So, liebe Lara, das hast du wirklich gut gemacht. Hier bekommst du auch ein Geschenk von mir. Danke, lieber Nikolaus, das freut mich aber. Danke. So, und wo sind jetzt die anderen? Ja, die Großmutter ist auch da. Das freut mich auch. Ja, aber mich grüß doch auch. Grüß dich, Großmutter. Ja, grüß dich, Herr Nikolaus. Ich such die Buben schon die ganze Zeit. Der Kasperl, der Seppel, keiner ist am Weg. Aber und du bist schon da. Ja, ich hab dir auch ein Geschenk mitgebracht. Schau, da hinten einen großen Sack. Es ist ein bisschen Kaffee drin. Das liebe ich. Danke, lieber Nikolaus. Aber gerne, liebe Großmutter. Ich hab einen Kugelhopf gebacken und den werde ich mir mit dem Kaffee schmecken lassen. Das mag auch ich gerne. Danke, Nikolaus. Ja, Kasperl, wo bist du? Seppel, Kasperl. Da bin ich, da, Großmutter. Was ist denn? Oh, schau mal, Nikolaus ist da. Grüß Gott, Herr Nikolaus. Hui. Grüß Gott, Kasperl. Danke, dass du den Schlitten hergeschoben hast. Aber gerne, Herr Nikolaus. Ganz, ganz gerne mache ich das. Und jetzt bekommst du auch noch von mir einen schönen Sack. Kasperl, schau, ich habe auch einen Sack bekommen. Den vom Herrn Nikolaus. Sack. So, Kasperl. Danke, danke, Herr Nikolaus. Und jetzt hatte ich doch noch schnell das Nikolaus singen. Kinder, singt ihr alle mit und du Großmutti auch. Ja, natürlich. Oh, das würde mich sehr freuen. Da hole ich jetzt noch meinen Stab. So, halt dann mal, Kasperl. Oh, so. Jetzt ist er komplett. So. Oh, und jetzt. Lasst uns froh und munter sein und uns frech von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala. Heut ist Nikolausabend da. Heut ist Nikolausabend da.